Drei Leute sind noch im Körbchen, jetzt nur noch zwei. Ich bitte auf die Bühne mit eurem riesigen Applaus Anna Schober! Hallo. Ich habe in letzter Zeit sehr viel bereut, irgendwie. Und das ist ja mit 18 zarten Jahren jetzt nicht unbedingt das Wünschenswerteste. Und die ganze Sache hat dann gegipfelt darin, dass ich auf Urlaub war in Portugal und meine SD-Karte kaputt gegangen ist und mein Vater am Telefon zu mir gesagt hat, wie ich ihn unter Tränen angerufen habe, was ich jetzt machen soll. Ja, hast du denn kein Backup gemacht? Und diesen Satz finde ich immer super, weil natürlich immer, wenn das wer zu dir sagt, hast du kein Backup gemacht, weil sonst würdest du ja den nicht fragen. Ja, so ist es mir mit ein paar Sachen gegangen in letzter Zeit. Und was das alles mit einem Glückskeks zu tun hat, davon handelt mein Text. Ein Glückskeks sagte mir einmal, die Dinge, die man tut, sind zum Schluss egal. Bereut wird nur, was man nicht gemacht hat. Und bekanntlich, was der Glückskeks sagt, ist immer wahr. Deswegen habe ich mal nachgedacht, was habe ich denn noch nicht gemacht? Da fielen mir ein paar Dinge ein, viele können es ja wohl nicht sein. Doch als ich diesen Faden spinnte, die Zeit dann immer weiter rinnte, erkannte ich, es ist sehr viel, die Hätte-Liste mir einfiel. Die möchte ich nun abarbeiten, jeden Punkt allein bestreiten, sodass ich am Ende meiner Tage nicht nach einem Hätte frage. Hätte ich nur mehr erlebt, manches Mal noch mehr erstrebt, hätte ich bei Tag und Nacht einfach nur mal laut gelacht, hätte ich mich nur gewaschen, hätte ich nur mehr zum Naschen, hätte ich nur mehr geschummelt, mehr Zeit in der Stadt verbummelt, hätte ich den Weg verlassen, um herumzuirren in kleinen Gassen, hätte ich mehr Sport betrieben, hätte ich bloß mehr geschrieben, hätte ich ein Instrument gelernt, mich von zu Hause mehr entfernt, hätte ich die Welt gerettet, hätte ich mich mehr verspätet, hätte ich ihn mehr getroffen, hätte ich nur mehr gesoffen, hätte ich mal Gras probiert, meine Schwester mehr chauffiert, hätte ich mal was versäumt, hätte ich noch mehr geträumt, hätte ich mein Fahrrad mehr benutzt, hätte ich mein Zimmer wieder mal geputzt, hätte ich nur mehr geliebt, die Bösen besser ausgesiebt, hätte ich nur mehr Vertrauen, mehr Kaugummis zu verdauen, hätte ich weniger Stress als Kellner, Schreiber und Hostess, Hätte ich ihn nur verlassen, hätte ich nur wen zum Hassen, hätte ich mich nur getraut, einfach auf den Putz gehaut, hätte ich nur nachgefragt, bei Problemen auch mal nachgehakt, hätte ich das nicht gekauft, wenn es morgen schon abläuft, hätte ich ein Jahr gewartet, hätte ich das Spiel gestartet, hätte ich doch irgendwann einmal eine Krawatte an. Hätte ich mein Haar gefärbt, hätte ich das abgeklärt, hätte ich den Schmerz vergessen, manches Mal noch mehr gegessen, hätte ich mich mehr gemocht, öfter mal was selbst gekocht, hätte ich nur mehr geschlafen, weniger von bösen Strafen, hätte ich mich mehr bemüht, hätte der Grill noch mehr geglüht, hätte ich mein Lieblingslied bei meinem Geburtstag bloß gespielt, hätte ich das nur erfahren, hätte ich mehr von all den Jahren. Hätte, wäre, könnte ich Yoga betreiben, meditieren, Ziele beschreiben, strukturieren, nachhaltig leben, fleißig sein, alles geben, lauter schreien, schöner singen, Freunde treffen, höher springen, so wie Steffen, noch mehr lernen, viel mehr ausgehen, zu den Sternen mittendrin stehen, die Welt bereisen, schöner malen, teurer speisen, lauthals prahlen, spontaner agieren, leichter fühlen, nichts verlieren, Geschirr gut spülen, Pirouetten tanzen, Bahnen schwimmen, mehr Strawanzen, Pokal gewinnen, Gitarre spielen, Spanisch sprechen, besser zielen, Glas zerbrechen. Oh ja, und hätte ich ein Backup gemacht. Nun lebe ich mein Leben von Hättes gejagt, ein konstantes Streben nach dem, was die Gesellschaft gerade sagt. Morgens zu Yoga, mittags vegan, nachmittags Sozialleben, am Abend ist Meditation dran. Ich bin oft zu vernünftig, um ein Hätte zu verhindern. Ich finde es dann doch traurig, den Lebenswert zu vermindern. Ich hetze von Möglichkeit zur Zusatzoption. Ich finde keine Zeit für wahre Reaktion. Gestern habe ich wieder einen Glückskeks gegessen. In dem Stand, lebe den Moment.
Und jetzt habe ich das Gefühl, dass meine Seele ausbrennt. Ich kann nicht alles tun, was ich tun soll, will oder kann und dabei jeden Moment genießen. Da komme ich einfach nicht zum Schießen. Deshalb habe ich beschlossen, Glückskekse finde ich blöd. Ich habe es in letzter Zeit genossen, mein Leben ist jetzt öd. Ich sammle meine Hättes und ruhe mich auf ihnen aus und wenn ich dann mal Zeit habe, dann packe ich eines aus. Danke. Vielen Dank, Anna Schober, unsere drittletzte Slammerin. Überlegt es euch genau, bleibt konzentriert bitte, denkt an die ersten Auftritte des heutigen Abends zurück, vergleicht sie mit ja, den Noten, die ihr vorgegeben habt und wählt mit Bedacht jetzt die Wertung für Anna Schober aus. Ich zähle runter, 3, 2, 1. Okay, das geht jetzt ein bisschen auseinander. Wir starten mit Emanuel und einer 7. Ja. Aber vergessen wir gleich wieder, ist ja auch gestrichen. Wir haben eine 8,3. Eine 8,6. Eine 9,0. Und eine 9,3. Und das ergibt 25,9 Punkte. 25,9 Punkte, kann das sein? Ja, mehr wird's nicht. 25,9 Punkte. Applaus bitte für Anna Schober!